Hallo, was geht ab, Leute? Hier bin ich wieder und natürlich werden wir hier jetzt mal weitermachen, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Und wir haben hier, du bist doch eh der Einzigste. So. Jetzt muss ich aber einmal mal kurz hier mal Nachtsichtgerät hier anmachen. Hä? Hier, eine Granate für dich. Ich werfe eine Granate, Leute. Fang mal die hier. So. Zack. Du hast nach einer Granate geworfen. Du kannst froh sein, dass du hier überhaupt eine, leben darfst. Deine anderen Kollegen hatten nicht das Glück. Scheiße. Also, wie gesagt, ich sage jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen zu Metro 2033. Ihr habt es schon gesehen, ich habe hier mal aus Frustration hier schon die Leute hier massakriert, so gesehen. Eigentlich hatte ich halt anderes vorgehabt. Ich wollte eigentlich, was wollte ich eigentlich? Eigentlich hatte ich gedacht, okay, passt auf, wir machen das anders. Die Tür werde ich jetzt aber nicht öffnen. Aus dem Grund schon, ja, eigentlich wollte ich das so machen, dass ich hier mir meinen letzten Tagebucheintrag hier besorge und nicht hier gleich so viele Leute gleich um die Ecke bringen muss. Entschuldigung, weil, ne, ich meine, ist nicht gerade schön, ne, wenn ich mal ehrlich bin, ne? Und es ist etwas, wo ich selber sage oder wo ich selber ein Problem damit habe, zu sagen, ja, hier, ich mach das jetzt, ne, und gut ist, nein, das war halt nicht das, was ich wollte, weil ich wollte eigentlich die Leutchen einfach nur schlafen legen und nicht gleich, ja, kaltblütig da, um die Ecke zu bringen, weil das ist auch Blödsinn, finde ich, und auch doof. Ich meine, klar, nicht jeder teilt das, was du gerne hast, ne, oder was du gerne willst. Sagen wir mal so, ne? Aber es ist halt jetzt so. Und klar, könnte ich ja, ne, wieder neu anfangen und das anders machen, aber ja, so wie mit dem Tagebucheintrag, ne, wenn ich mal ehrlich bin, ne, der Tagebucheintrag. Jetzt gucke ich mal, Moment, jetzt mal. Kennst du die Geschichten über Metro 2 und die unsichtbaren Beobachter? Hey! Du hast aber von Ragnarök gehört, der letzten Schlacht der Götter. Nun, Metro 2 ist der Ort, an dem das Sowjetpantheon Schutz sucht, wenn die Mächte des Bösen siegen. Der Legende nach liegt Metro 2 unter dieser hier versteckt. Unsere ist die Metro für die Schafe und Metro 2 ist für die Schäfer und ihre Hunde. Früher haben die Schäfer von dort aus die Herde gehütet. Aber später ließ ihre Kraft nach und ihre Schafe zerstreuten sich in viele Richtungen.
Ein einziges Tor verband diese zwei Welten. Und zwar an einer Stelle, an der die Karte nun durch eine rote Narbe 2 geteilt ist. Aber irgendwas geschah. Und das Tor zu Metro 2 wurde für immer geschlossen. Jene, die hier leben, vergaßen Metro 2 mit der Zeit. Und es wurde ein Mythos draus. Und obwohl Metro 2 nicht mehr in unserem Bewusstsein steckt, existiert sie noch. Sie ist überall. Ihre Tunnel sind mit unseren verflochten. Ihre Stationen liegen hinter den Mauern unserer Stationen. Diese zwei Metros kann man nicht voneinander trennen. Und jene, die glauben, dass die Schäfer ihre Herde nicht verlassen können, sagen, dass sie noch immer über uns wachen. Dass sie uns jeden Schritt vorgeben, sich uns aber nicht zeigen. Und das ist der Glaube an die unsichtbaren Beobachter. Aber warum wollen sie nicht, dass die Leute von ihnen wissen? Zunächst einmal, weil Schafe voller Sünden sind, denn sie haben die Schwäche ihrer Schäfer genutzt, um sie zu verlassen. Und seit Metro 2 von unserer Welt getrennt wurde, haben die Schäfer sich in eine andere Richtung entwickelt. Sie sind keine Menschen mehr, sondern Wesen einer höheren Ordnung, deren Logik für uns nicht nachvollziehbar ist. Sie haben die Macht, alles zu verändern. Sie können sogar die verlorene, schöne Welt zu uns zurückbringen. Da wir aber rebelliert haben, möchten sie an unserem Schicksal nicht mehr teilhaben. Jedoch existieren sie überall, sind allwissend und allsehend. Erst wenn wir unsere Sünden bereuen, werden sie sich zeigen und ihre Hilfe anbieten. Und die Erlösung wird kommen. Das sagen die Leute, die an die unsichtbaren Beobachter glauben. Interessante Legende. Okay, wir haben dafür, weil wir zugehört haben, haben wir gute Karma-Punkte bekommen. Das ist schon mal fantastisch. Deswegen werde ich jetzt da nicht reingehen. Aus dem Grund, wer weiß, wo ich dann hinkomme. Und da war schon der Ladebalken. Es gab hier auch eine Tür. Und wir sollen ja erst, na, die Dings machen, die, weil was würde jetzt passieren, wenn wir die Tür aufmachen? Weil schließlich, ich kann nicht speichern und, wisst ihr was, wir werden jetzt erstmal uns um die Dings kümmern. Bevor wir jetzt hier die Tür benutzen, oder den Tunnel da oben, werden wir jetzt einfach mal erstmal zurückgehen. Oder hier lang erstmal gehen und gucken, dass wir hier irgendwie, es irgendwie schaffen. Das war nur das Licht. Okay, das halt schaffen, irgendwie da, ja, weiterzukommen und so. Und halt auch, dass wir dann hier einfach mal gucken, wo das nächste Tagebucheintrag ist, ja? Ich bin immer noch auf der Suche nach diesem Tagebucheintrag. Und, Und ich habe jetzt auch keine Lust, mich hier, umzuärgern, nicht denn hier jetzt? Hier ist noch eine Tür, Alter. Können wir mal reingehen? Aber ich hoffe, wir kommen hier auch wieder raus. Ja, die Tür ist offen. Gucken wir mal. Ja.
machen. Denn jetzt hier, bitteschön. Okay, er braucht eine Gasmaske. Wie gesagt, ich guck mich jetzt hier mal um, wo ich hier bin. Weil ist schon hier ein bisschen interessant. Ja. Eine Minute. Aber ich soll ja den Generator hier ausschalten, ne? Wurde ja gesagt, ne? Weil, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wo ich hier bin. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, da war wieder ein Speicherpunkt. Gibt es hier auch eine Karte? Moment. Also laut Quest muss ich ja hier rein. Kann aber auch wieder zurückgehen. Ach, ich bin jetzt hier, genau. Ich bin jetzt hier. Und habe ich hier schon alles. Ich bin hier, wo der eine Typ halt gesagt hatte, ich solle doch die Generatoren ausschalten. Moment kurz. Meine Güte, hey, heute wollen mich die Leute echt ärgern. Oh Mann, ey. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier einfach nur... Ja, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich hin muss und...
Also machen wir einfach das, was wir am besten können. Na? Ekelhaft. Aber ich weiß nicht, soll ich jetzt nun hier sein oder nicht? Das weiß ich nämlich gar nicht. Ich meine, ich weiß, dass ich zum Generator muss. Oh oh. Moment, jetzt muss ich einmal kurz absetzen. So, dann halten wir die beiden jetzt auch. Jetzt machen wir wieder da unser Nachtsichtgerätchen. Und gucken, was der zu plündern hat. Oh, 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 da steht... Du, Mistchen! Scheiße, 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 scheiße. Die Kommunisten sind in der Nähe! Oh, oh. Aber auch nur, weil ich gerade geschossen habe, Alter. Echt jetzt? Suchen wir ihn. Jetzt muss ich mal gucken, wo kriegen wir... Wohin? Wo können wir das Licht... Oh, da... So. Ja, machen wir das einfach mal so. Wir rennen den Leuten entgegen und ist aber nicht immer angebracht, sag ich mal so. Haben die echt nichts? Weiß ich? Sag mal. Alles für den Arsch gerade. Die haben echt nichts bei sich gehabt. Das ist doch blöd. Keine Mund, nichts. Was ist das jetzt hier? Ach, sieh mal einer an. Und Speicherplatz. Genau. Ja, jetzt bin ich hier wieder, okay. Ja, weil ich muss ja auch gucken, dass ich da nicht irgendwie hinlaufe, wo ich nicht hin soll. Und wisst ihr, was ich meine halt, ne? Das ist halt nicht in Ordnung. Und zumal ich bin ja immer noch auf der Suche nach diesem Tagebuch. Ne? Davon mal abgesehen, ja. Ich suche ja immer, eigentlich immer noch dieses Tagebucheintrag. Ne? Okay. Ja, ist ja gut, Alter. Oh. Eine Minute wieder. Mal schauen, wo wir hier jetzt lang kommen. Oh. Moment. So.
Fluorizierende Pilze. Ach, guck mal, hier haben wir schon das zweite Tagebucheintrag. Eintrag 2. Die Metro tötet den Glauben an Wunder, lehrt dich aber auch, ohne Hoffnung zu leben. Und trotzdem kann ich keine Erklärung dafür finden, dass ich so erfolgreich durch das Labyrinth der schwarzen Station gelange, voller Faschisten wohlgemerkt. Das grenzt an ein Wunder, als wenn ich von jemandem geführt würde. Ist das meine dumme, unverwüstliche Hoffnung oder vielleicht das Schicksal selbst? Ja, das kann ich dir leider nicht beantworten, Artyom, weil ich kann nicht sagen, ja, aus welchen Gründen auch immer, ne, du jetzt hier, da dich hier durchschlägst. Ich meine, wir müssen ja eh noch, ne, die ich glaube, wir sollten noch gar nicht hier sein, ey. Wenn ich mal ehrlich bin. Jetzt gucke ich einmal mal. Nee. Gehen Sie zur Polis, finden Sie dort einen Ranger namens Miller. Beschreiben Sie die Situation in der Messestation. Letzter Schritt. Bahnen Sie sich Ihren Weg durch die Station der Faschisten. Okay, ja. Ich glaube, aber wir werden mal ganz kurz. Aber jetzt. Ich will jetzt nicht irgendwo hin, weil wir sollten irgendwas mit dem Generator machen. Und da gehen wir jetzt auch mal eben zurück. Mit dem Nachtsichtgerät am besten. Bevor wir uns hier zurückschlagen. So, dass wir einfach mal kurzzeitig zurückgehen, weil irgendwas sollten wir ja mit dem Generator machen. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt, kommen wir hier jetzt überhaupt hier raus? Ich glaube nicht, ne? Ne, wir sind jetzt reingesprungen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier wieder einfach so mal mir nix, dir nichts hier wieder rauskommen. Ne, wir müssen doch. Scheiße. Ja, das war jetzt mein Fehler. Ja, egal, komm, machen wir, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Was soll ich machen, ne? Ich dachte, wenn ich jetzt hier so einfach, dass ich hier einen Kreis laufe, aber irgendwie ist es doch ein bisschen anders, was schade ist, weil da war ja noch was mit dem Generator. Aber ich wusste ja auch nicht, wo ich langlaufen sollte, ne? Davon mal abgesehen. So. Jetzt einmal hier und
So. Vielleicht. Vielleicht komme ich ja wieder zum General. Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Komm und ruh dich aus. Ja, ich komme gleich. Ja, okay, ich bin jetzt wieder hier. Ja, aber wir haben wenigstens die beiden Tagebücher-Eintrag, ne? Das ist schon mal die Hauptsache. Wir werden die Polis bald erreichen. Ja, hier, das war die schwarze Station. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Furcht. Wir sind schwach. Wir werden sterben. Schrecken. Das ist das Ende. Kinder wollen ihre Eltern sogar lieben und verstehen, wenn diese sie hassen. Wir möchten euch verstehen und helfen. Aber das ist der einzige Ausgang. Was sollen wir jetzt tun? What? Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Wow. Das ist heftig, also. Ui, ja. Was soll ich dazu sagen? Sind vorm Licht. Eigentlich wollte ich da reinrennen, aber weiß ich nicht, warum ich weggerannt bin. Ich glaube, ich hätte das dann normal neu machen können müssen, oder? Ich meine, er hat gesagt, die wollen helfen. Ja. So, und da jetzt aber, da wir jetzt nun noch eine Minute, hey, hier haben wir 6 Minuten und der Timer sagt, 1 Minute noch, ja, egal. Oder, frag mich, warum der Timer was anderes sagt als das Aufnahmeprogramm. Passt auf, weil mein Aufnahmeprogramm steht 25 Minuten. Mein Timer sagt so, ja, 1 Minute hast du noch. Egal, wisst ihr was, dann machen wir jetzt einfach hier mal weiter. Fertig. Hey, ihr, bei dem Wagen, macht den Motor aus, nicht bewegen. Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Wow. Einfach nur wow. Echt der Hammer. Ach, halt die Klappe, ich hab noch mal 5 Minuten maximal. Hammer. Alter.
In Ordnung, gehen wir. Hey. Was willst du? Verschwinde! Geh weg! Ah, ein Tag. Bonn. Hauptmann Krasnov, Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Nein, ich habe meine Stimme. Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, hm? Idiot. Okay, jetzt gehen wir zum Tagebucheintrag. Yay, wir sind in der Polis angekommen. Ach ja, ist das nicht schön, ist das nicht schön. Ich finde, das ist schön. Mich ärgert es immer noch hier, der zweite Eintrag vom Außenposten. Aber egal, jetzt gucken wir mal, dass ich das vorlese. Und dann wird auch dann die Zeit auch wirklich um sein. Und dann werde ich auch sagen, auf Wiedersehen. Solange ich mich erinnern kann, hatte ich immer den Traum, die Polis zu besuchen. Das harte und hoffnungslose Leben im Untergrund macht einen mürbe und wild. Es macht einen zu einem Tier und nur in der Polis kann man etwas bleiben, das an das große Volk der Vergangenheit erinnert. An die Menschen, die den Planeten in ihrer Tasche hatten. Die Polis ist die letzte Zuflucht der Wissenschaftler, der Lehrer, der Künstler, all jener, die man in anderen Stationen als nutzlos betrachtet. Die letzte Trutzburg der Kultur und Zivilisation. Und die Geschichten, die in der Metro erzählt werden, besagen, dass elektrisches Licht dort Tag und Nacht brennt, genauso wie es in unserer Vergangenheit war, die niemals wiederkehren wird. Die Polis erfüllt all die ungeheuerlichen Erwartungen, die ich hatte, riesig, glänzend und sauber, bis zur Perfektion, eine echte Untergrundstadt. Ihre vier Stationen, die zusammengefasst wurden, gleichen den Hallen der antiken Tempel, die ich in Geschichtsbüchern gesehen habe. Allein schon hier zu sein, lässt einen diese unglaubliche Energie spüren, lässt einen glauben, dass die Menschheit wieder auferstehen wird, wenn es in der Metro eine Macht gibt, die die Messe vor den Schwarzen retten kann. Da muss sie hier verankert sein. Ja, wir haben eher den ersten Eintrag, Tagebucheintrag, von der Polis gehabt und jetzt haben wir jetzt wirklich noch eine Minute oder ein paar Sekunden. Daher werde ich jetzt mich einfach mal kurz und knapp sagen, ja, es hat mir Spaß gemacht. Klar, es war schade, dass ich halt so unentschlossen halt war und gesagt habe, ja komm, wir gehen mit dem Generator, machen wir dann später und hier und da und bla bla bla. Na. Ja, und in Wirklichkeit ist es aber dann so, dass ja, dass dann halt ich mich doch anders entschieden habe. Und ja, weiß ich nicht, es ist einfach so, wo ich sage, okay, Leute, ja, klar, die Menschen, ne, die das ausbaden müssen, was die Politiker gemacht hatten, mit diesem atomaren oder nuklearen Krieg.
Klar ist es dann halt scheiße, aber ich meine, sind wir die Menschen aber dann auch irgendwo selbst in Schuld, sage ich mal so. Aber ich werde mich jetzt hier nicht gleich, ne, äußern. Ich hatte das schon so oft gesagt, dass der Mensch dadurch selbst in Schuld ist. Ob sie jetzt unschuldig sind, na, spielt halt in dem Sinn keine Rolle, weil solange es halt nun mal, es ist halt nun mal wirklich so, solange es Menschen gibt, wird es immer Leid hier, Kriege geben, Blutvergießen geben und ja. Auf jeden Fall sage ich mal hier vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und ich bedanke mich wirklich herzlichst. Ich werde jetzt noch zwei Aufnahmen machen und dann war es das fürs Erste. Ich glaube, nee, drei Aufnahmen kommen noch. Ich bin jetzt bei der dritten Folge. Moment, jetzt muss ich einmal gucken. Nee, ich habe jetzt zwei Folgen, genau, zwei Folgen habe ich jetzt und die eine Folge muss ich ja jetzt dann noch machen. Ja, ich muss auch erstmal gucken, wo er die Aufnahmen hingepackt hat. Ah ja, genau hier. Ja, ich muss noch insgesamt vier Aufnahmen noch machen heute. Und das hier, die zweite Folge habe ich jetzt fertig. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die dritte und dann kommen noch drei machen und dann muss ich auch gucken wegen dem Essen halt, dass ich halt auch gekocht kriege und meinen Haushalt mache. Auf jeden Fall danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Metro 2033. Lasst doch ein Like da, ein Abo und ein Feedback. Es würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ich sag mal jetzt bis später.